Grönland, die menschenleere Weite des Nordens. Rau und einsam, die Welt der weißen Riesen, der Eisbären, der wohl gefährlichsten Raubtiere der Erde. Seit einem Dreivierteljahrhundert sind sie in den zoologischen Gärten des europäischen Kontinents zu Hause. Seit über 80 Jahren sind sie bei schwierigen Dressuren auch im Zirkus zu bewundern. Hier wurden aus Einzelgängern Gruppen, die von den Menschen zusammengebracht lernen mussten, miteinander zu leben. Die größte Eisbärendressur der Welt wird von Ursula Böttcher geleitet, einst der große Star im Staatszirkus der DDR, eine kleine Frau und ihre weißen Riesen. Ein schwerer, gefährlicher Job. An das Gefährliche, da denke ich eigentlich weniger, denn wenn man dran denkt, das ist gefährlich und vielleicht passiert mir was, dann kann man diesen Beruf nicht ausüben, weil die Tiere würden sofort rein instinktmäßig fühlen, dass in mir Angst steckt und das geht nie gut aus. Das sind Raubtiere, die merken genau, wenn ein schwaches Glied irgendwo, wenn sie in freier Wildbahn Beute fangen gehen, dann merken die sofort, da ist ein Jungtier oder ein krankes oder ein älteres Tier und das wird dann rausgesucht und so wird es einem dann auch gehen, wenn man denkt, ach um Gottes Willen vielleicht und so weiter. Also das ist bei mir bis jetzt noch nie der Fall gewesen und ich möchte es auch keinem Dürr empfehlen und das wird er sicher auch alleine wissen, wenn er Angst hat, soll er besser draußen bleiben. Die Eisbärendressur von Ursula Böttcher gehört seit Jahrzehnten zu den Attraktionen unter der Zirkuskuppel. Sie waren und sind die Krönung einer ungewöhnlichen Karriere. Der Zirkus, das war für sie von Anbeginn die Berufung ihres Lebens. Die Idee zum Zirkus zu gehen, das war nicht unbedingt der Zirkus, sondern ich habe mir gesagt, wenn ich mal aus der Schule komme, möchte ich irgendwo arbeiten, wo Tiere sind. Und ich war aber auch sehr interessiert zu reisen, unterwegs zu sein. Und da ist, glaube ich, der Zoologische Garten ist ja immer stationär. Und da war dann in dem Sinne, den ich, was ich mir vorgenommen hatte, das wäre dann halt nur möglich mit Zirkus. Und als der Zirkus Busch in der DDR damals in Dresden gespielt hat, dann bin ich hin und habe gefragt, als ich aus der Schule kam, könnt ihr nicht jemanden brauchen? Und man hat mich zum Inspektor verwiesen, der hat gesagt, ja Kleiner, was denkst du denn, was du hier machen kannst? Wir brauchen hier keinen Zirkusstar und so weiter, aber eine Putzfrau brauchen wir noch. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist mir egal, Hauptsache ich kann mitfahren. So ist es ja auch gekommen. Ich habe also als Putzfrau angefangen und habe mich dann später eben hochgearbeitet. Und meine Mutti, die hat gedacht, dass ich 14 Tage später wieder zu Hause bin. Aber meine Mutti ist inzwischen gestorben und ich bin halt immer noch unterwegs. Die hat das dann mit Fassung ertragen. Die hat gemerkt, es gefällt mir. Und die ist dann auch später unheimlich stolz auf mich gewesen und hat das halt akzeptieren müssen, wie das ist. Berlin-Hoppegarten in diesen Tagen. Auf dem Gelände des ehemaligen Staatszirkus der DDR. Eine Raubtiermanege unter freiem Himmel. Die Requisiten für das tägliche Training werden bereitgestellt. Jeder Handgriff ist wichtig. Jedes Gerät hat seinen vorbestimmten Platz. Die Podeste müssen fest stehen. Die Eisbären reagieren auf jede Unsicherheit. Sie sind in ihren Reaktionen unberechenbar. Günther Zische und Achim Krebs sind seit Jahren schon wichtige Mitarbeiter von Ursula Böttcher. Sie bauen nicht nur die Manege auf, sie assistieren der Dompteuse. Und sie sind in gewisser Weise auch die Bediensteten der Eisbären. Ihr Personal, Köche und Pfleger. Das Gitter der Raubtierwagen wird geöffnet. Die Bären traben zur Arbeit. Auch wenn sie so aussehen, Kuscheltiere, sind sie keineswegs. Ursula Böttcher füllt die Tasche mit Fleischstücken als Belohnung für die Tiere.
Die Dressur der Eisbären gilt als außerordentlich schwierig und als äußerst langwierig. Ehe die Bären die Befehle ihrer Herren akzeptieren und sie ausführen, können Jahre vergehen. Die große Kunst besteht darin, den Tieren den immer wiederkehrenden Ablauf von Bewegungen beizubringen, sie zu motivieren, auf einem Ball zu balancieren oder sich aufrecht im Kreise zu drehen. Diese Aktionen sind nicht unbedingt artfremd. Auch in der freien Natur müssen Eisbären balancieren. Auch dort bewegen sie sich in Angriffshaltung beispielsweise aufrecht. Hier gehorchen sie, weil der Respekt vor Ursula Böttcher, die ihr Rudel führt, sie jedes Mal zur Raison bringt. Dennoch, Vorsicht ist geboten. Jede Unsicherheit würde zum Verhängnis werden. Die Zuschauer in Hoppegarten sehen den Proben verständnislos zu. Die neue und die alte Heimat. Das Gelände des ehemaligen Staatszirkus der DDR in Hoppegarten. Hier war über Jahrzehnte das Winterquartier. Von hier aus startete Ursula Böttcher zu ihren Gastspielen in alle Welt. Nach San Francisco, Moskau, Tokio und Madrid. Muffel, Olaf, Nixe, Spitzbergen und Rambo und all die anderen waren die zirzensische Sensation. Die zierliche Frau aus Berlin war der Star. Die Stallungen in Hoppegarten sind bis auf wenige Tiere verwaist. Den Staatszirkus der DDR, einst mit seinem Programm im In- und Ausland gefeiert, gibt es nicht mehr. Die Treuhand gab ihm keine Chance, uninteressiert und ahnungslos, ohne Wissen um das hervorragende artistische und künstlerische Potenzial. Aber vielleicht sind die Tage des Zirkus gezählt, vielleicht gibt es schon bald keine Sensationen unter der Zirkuskuppel mehr. Der Zirkus besteht ja schon lange und wenn man das so verfolgt, der Zirkus ist schon so oft totgesagt worden und ich denke immer, der wird weiterleben und man kann es nur hoffen für alle Schichten vom Publikum, welches zum Zirkus geht. Da freuen sich Erwachsene dran und Kinder, weil ja von jeder Sparte was zu sehen ist und es ist halt eine Sache, die nicht so spezialisiert ist wie Theater oder Oper oder Konzert, da gehen ja dann nur gewisse Schichten hin, aber Zirkus ist was für alle Menschen und ich hoffe sehr, dass er überlebt und es sind ja manchmal Jahre, wo der Zirkus überhaupt nicht gute Geschäfte macht und wo man von allen Zirkusdirektoren hört in der ganzen Welt, das läuft dieses Jahr überhaupt nicht, das ist fast wie ein Virus und dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, da geht das wieder hoch und das ist immer ein Auf und Ab. Ich würde sagen, vielleicht wie in jeder Branche, wenn man jetzt so hört, was in der Autobranche los ist oder so in allen anderen, das muss man halt abwarten. Ursula Böttcher stammt aus Dresden. Hier verbrachte sie ihre Kindheit und hier überlebte sie den Angriff auf die Stadt wie durch ein Wunder. Im Keller eines Wohnhauses, das durch eine Bombe bis auf die Grundmauern zerstört worden war. Das war ja eigentlich einer der letzten Angriffe. Dresden war bis dahin verschont geblieben. Da war ja alles noch ganz. Und am 13. Februar 1945, in dieser einen Nacht, da passierte dieses
dieser entsetzliche Luftangriff, der ja heute, von dem heute noch gesprochen wird, wo in einer Nacht eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Und da war der Zirkus mit dabei. Die Stallungen waren ja da und die Raubtiere unten im Hof, das ging dann in den Keller runter. Befand sich ein Nilpferd damals da noch, kann mich entsinnen, das hieß Ödipus. Das war dann im untersten Keller. Ich glaube, das ist auch das einzige Tier, was hier diesen Angriff überlebt hat am 13. Februar. Die anderen Tiere sind wohl zum Elbufer gegangen und da wurde ja auch geschossen und Bomben abgeworfen. Also wie ich, sobald ein bisschen was zu sehen war und man auf die Straße konnte, bin ich sofort hierher und es war entsetzlich. Ne? Hier in Dresden, hier an dieser Stelle also, hatte vor 1945 der berühmte Zirkus Sarrasani sein Winterquartier. Nicht weit entfernt von der Wohnung der Familie Böttcher. Heute erinnert nur noch ein Straßenschild an Sarrasani. Ursula Böttcher, seit Jahrzehnten in Berlin zu Hause, hat nur selten zu einem Besuch in ihrer Heimatstadt Zeit. Dann trifft sie sich immer mit ihrem Bruder Siegfried Blütchen, der seinen Beruf nicht im Zirkus, sondern im Theater gefunden hat. Proben zur Rocky Horror Picture Show. Die Geschwister Ursula und Siegfried auf den Spuren ihrer Kindheit. Auch wenn sich ihre Wege getrennt haben, auch wenn Siegfried in seiner Heimatstadt geblieben ist und sie in der Welt zu Hause war und noch immer zu Hause ist, sie hatten immer ein enges, inniges Verhältnis zueinander. Die letzte Station bei ihrem Aufenthalt in Dresden ist für Ursula Böttcher immer der Friedhof, auf dem sie das Grab ihrer Mutter besucht. Wie redet ihr eure Mutter an? Wir sagen immer, zu unserer Mutter sagen wir immer Ella. Ciao. Hier in Dresden hat sie ihre Wurzeln. Ihre Adresse aber ist Berlin. Berlin ist ja meine zweite Heimat. Ich bin ja von Sachsen weg, aus Dresden, dadurch, dass ich mit Zirkus mitgereist bin. Und 1953 hat der Zirkus Busch, bei dem ich damals angefangen hatte, das Winterquartier in Hoppegarten bezogen, was jetzt noch das Winterquartier der Berliner Zirkusunion ist. Und dann in Berlin habe ich schon einige Zirkusplätze miterlebt, wo Zirkus damals gespielt hat. Ich kann mich noch entsinnen, 1954 war der erste Platz am Nordbahnhof. Zirkus Busch hat da gespielt, dann an der Friedrichstraße, der alte Barleibau. In dem Bau habe ich noch mit meiner ersten Löwengruppe, die ich damals übernommen hatte, gearbeitet. Naja, Strausberger Platz, Alexanderplatz, so verschiedene Sachen dann hier mitgemacht. Und seit 1968 bin ich auch unterwegs und bin selten in Berlin gewesen. Immer außerhalb. Amerika, das sei für sie die schönste Zeit gewesen. 6 Jahre ist sie dort unterwegs gewesen, zwischen New York und San Francisco, zwischen Dallas und Miami. Begleitet von ihrem Lebensgefährten Manfred Horn und von den Eisbären. Ursula Böttcher hat in den USA Hunderttausende Dollar verdient. Für die Devisenkasse in Ost-Berlin. Sie selbst erhielt Spesen und ein durchschnittliches Gehalt in Mark, der DDR. Nach der Wende, nach dem Ende der DDR und dem Ende des Staatszirkus, erhielt Ursula Böttcher ein Angebot aus Spanien. Der Rio Safari Park an der Mittelmeerküste bei Alicante bot ihr einen Daueraufenthalt mit 2 bis 3 Vorstellungen täglich. Es war eine verlockende Offerte. Nach Jahrzehnten, die sie immer unterwegs gewesen war, bot sich hier ein vergleichsweise bequemes Leben. Komfortabel für sie, die nun endlich einmal nicht herumzigeunern musste und sich eine Verschnaufpause gönnen konnte. Komfortabel aber auch für die Eisbären, die sich schnell akklimatisierten, einen Swimmingpool zur Verfügung hatten und ständig mit kaltem Wasser geduscht wurden. Maravilloso.
von der Bürger nehmen. Doch Ursula Böttcher und ihre Bären mussten Spanien wieder verlassen. Tierschützer hatten mit massiven Protesten die Leitung des Safari-Parks unter Druck gesetzt. Über Belgien kehrte die Gruppe schließlich wieder nach Berlin zurück. So ist sie vorerst wieder zu Hause, in Berlin Hoppegarten. Hier hofft sie auf ein neues Engagement. Vielleicht kann sie schon im August wieder auftreten. Die Chancen dafür stehen gut. Ursula Böttcher nutzt die Zeit, um mit den Tieren zu arbeiten und um sich in der Stadt umzusehen. Entdeckungen im Tierpark. Das habe ich nie gemacht, in keinem Land der Welt, dass ich nur gearbeitet habe. Ich habe mir immer alles angesehen, was sehenswert war und weil mich das auch immer alles interessiert hat. Wenn man in der Welt rumgekommen ist, möchte man ja auch mitreden und dann erzählen können, eben nur, dass man nur gearbeitet hat. Aber jetzt gibt es sicher einiges zu sehen in Berlin und das werde ich mir auch anschauen und Zeit habe ich dazu. Denn nachts, ich arbeite jetzt draußen mit meinen Tieren die Probe. Da kann man ja sowieso nichts machen. Wenn die Tiere versorgt sind, so, dann kann ich mir schon was vornehmen. Und das werde ich auch tun. Hoppegarten am Vormittag. Die Eisbären nehmen ihr Bad. Und Ursula Böttcher besucht ihre Schützlinge. Die Tiere, alle in Gefangenschaft geboren, sind hoch betagt. Mit Gewissheit die ältesten Eisbären der Welt. Einige von ihnen sind bereits über 30 Jahre alt und noch immer aktiv. Für die 10 Eisbären gibt es eine eigene Küche. Die beiden Pfleger sind die Köche. Auf dem Speiseplan stehen große Mengen Fleisch, aber auch Brot. Die tägliche Ration mindestens 3 bis 5 Kilo Fleisch und eine Kiste Brot pro Tag, pro Tier. Die Schützlinge von Ursula Böttcher sind nicht gerade billig. Die Gruppe zu unterhalten kostet viel Geld. Voraussetzung dafür sind neue Engagements. Hier ist es, hier ist es. Uschi hat's. Hier oben. So, es passt, ne? Oh, ist ja gut, ne? Okay. Patsch nicht so. Patsch nicht so. Zur Verpflegung kommen die Kosten für die Pflege und die ärztliche Behandlung. Kosmetik für Eisbären. Das Fell soll glänzen. Dafür werden sie täglich mit einem Spezial-Sägemehl eingepudert. Ursula Böttcher beim Frühstück. Und bei der Hausarbeit in ihrem Wohnwagen. Hier hat sie es sich gemütlich gemacht. Ein komfortables Apartment auf Rädern. Der unschätzbare Vorteil, so ist sie immer ganz in der Nähe ihrer Schützlinge. Ein kleines Bild erinnert an ihren Mann, Manfred Horn. Manfred Horn ist 1991 in der Manege von den Bären niedergerissen und getötet worden. Nur eine Unsicherheit von Sekunden hatte genügt, ihren Instinkt zu wecken. Trotzdem, sie hat ihre Arbeit mit den Tieren fortgeführt. Uschi, das ist ja auch notwendig. Ich meine, die Gefahr, die beim Eisbären besteht, besteht ja darin, dass durch das lange Fell die klebrigen Eier der Ursula Böttcher hat hier draußen nur selten Besuch. Die Freunde und bekannten Artisten aus alten Zirkustagen sind alle unterwegs.
Heute ist Dr. Armin Kunze vorbeigekommen. Er macht Visite. Die Eisbären gehören seit langem schon zu seinen Schützlingen. Heute gehört auch der Elefant aus dem italienischen Zirkus zu seinen Patienten. Diagnose: Nierenerkältung. Ich bemühe mich sogar zum Beispiel bei den Elefanten, immer mehr zu deren Freund zu werden. Das heißt, ich versuche sie so zu behandeln, wie ich früher meine Autowerkstatt behandelt habe. Das heißt, ich gebe ihnen immer jedes Mal, wenn ich in den Stall komme, ein bisschen Zucker oder eine Apfelsine oder einen Apfel. Zu Deutsch gesagt, ich schmeichle um ihre Gunst. Das gelingt mir natürlich bei den Eisbären deswegen nicht, weil die als Raubtiere und vor allen Dingen als schlecht kalkulierbare in ihrem Verhalten, schlecht kalkulierbare Individuen unter Umständen dann meine Hand als Beutestück erwerben könnten. Und daran liegt mir natürlich nichts. Wir haben vor 15 Jahren schon an Elefanten untersucht, dass bereits die 14-tägige Ferienpause des Dompteurs genügte, um die Herzqualität, das heißt also das Verhältnis zwischen Ruhe und Arbeitsphase des Herzens, verschlechtert wurde. Das heißt, dass durch die Arbeit eine Herzgesundung, eine Herzkräftigung, eine Verbesserung, wie gesagt, der Lebensqualität entstand. Das halte ich doch mal für wichtig, diese Dinge herauszustellen. Ursula Böttcher im Gespräch mit Gerhard Klaus vom Internationalen Zirkusdirektorenverband. Die Zirkusunion, Nachfolgerin des Staatszirkus der DDR, hat noch 12 Dressuren unter Vertrag. Elefanten, Raubtiere, Bären. Nein, er gehört nicht dazu. Zum Zirkus gehören Tiere. Und es gibt Unternehmen, die also sich apostrophieren als Zirkus ohne Tiere. Das halte ich für nicht lauter, eine solche Verfahrensweise. Der Zirkus spricht ein breites Familienpublikum an. Er hat nicht nur unterhalten, der hat auch bildende Funktion, indem er das Tier zeigt. Das Tier zeigt in seiner humanen Verbindung zum Menschen und im Miteinander mit dem Menschen. Also wenn der Zirkus keine Tiere mehr zeigen dürfte, dann wird es auch keinen Zirkus mehr geben. Das gehört einfach zusammen. Ursula Böttcher und ihre Haustiere. Eisbären sind keine Spielgefährten. Mit über 3 Metern eignen sie sich kaum für Haus und Garten. So hält sich die kleine zierliche Frau Yorkshire Terrier, für die im Wohnwagen immer genügend Platz ist. Der Spaziergang gehört zum Tagesablauf, ob nun hier in Hoppegarten oder unterwegs. Die Kleinen hören auch ohne Dressur auf Ursula Böttcher. Sie sind im Vergleich mit den Eisbären geradezu pflegeleicht und bieten Entspannung von der Arbeit. Aber dann kehrt sie zu ihrer Familie zurück. Das sind alles meine Kinder. Das ist die Gruppe, mit der ich am längsten zusammen gewesen bin. Und je länger man mit jemandem zusammen ist, also größtenteils ist das ja so, dann umso mehr hat man die gern und dann weiß man die Eigenarten und die kleinen Sachen, die weniger nett sind und so weiter, die kennt man dann schon. Ursula Böttcher und ihre weißen Riesen. Jeden Tag bereitet sie sich auf den nächsten Auftritt vor. Im August ist sie wieder unterwegs mit dem Zirkus Eros. Seit Jahrzehnten eine der größten Attraktionen unter der Zirkuskuppel.